Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen im Jahr 2019 und herzlich willkommen zurück auf meinem Zweit-Channel. Ich muss gestehen, ich habe ihn sträflich vernachlässigt. Das ist aber einem Vorfall geschuldet, der sich letztes Jahr ereignet hat, über den ich jetzt ein bisschen sprechen möchte. Ich glaube, ich habe das noch gar nicht erwähnt gehabt bislang. Es soll hier um das Ende der Kräfte gehen. Es soll um Überarbeitung gehen und Burnout und um die Situation, wo man selbst merkt, dass der Körper einem nicht mehr so gehorcht, wie er gehorchen sollte. Ihr hört, ich bin krank. Ich bin jetzt seit 3 Wochen ungefähr krank. Das ist wieder so ein Beweis dafür, dass ich es mal wieder übertrieben habe. Aber dazu später. Wenn ihr zu allem, was ich letztes Jahr gemacht habe und vorhabe für dieses Jahr noch ein bisschen was Bescheid wissen wollt, dann schaut doch mal auf meinem Hauptchannel vorbei. Da habe ich ein Video hochgeladen. Link dazu findet ihr dort unten in der Beschreibung. Ja, am Ende anzukommen dessen, was der Körper leisten kann, was man psychisch in der Lage ist zu leisten, das ist ein No-Go-Thema für uns. Das ist ein Thema, über das will man eigentlich gar nicht sprechen, vor allem nicht, wenn man jung ist, weil man glaubt, ja, das geht immer so weiter. Man kann alles geben und noch viel mehr. Stimmt aber nicht. Es gibt einen Punkt, wo man selbst wo man sich selbst eingestehen muss, man ist einfach nicht allmächtig. Und das Schlimme ist, das kann auch kommen, wenn man es am allerwenigsten erwartet, wenn man nämlich denkt, oh, der Stress, den ich habe, das ist positiver Stress, das, was ich mache, das mache ich gerne. Ich habe ja im Endeffekt meine ganz eigenen Projekte. Ich mache ja im Endeffekt das, was ich tue, deswegen, weil ich da Bock drauf habe, weil es mich selbst irgendwie pusht, weil ich früh morgens mir nie denke, oh, ich will eigentlich länger schlafen, sondern ich springe aus dem Bett und bin gleich in meinen Projekten drin. Ja, es bereitet mir wahnsinnig viel Freude und deswegen ist es umso schockierender, wenn man dann merkt, dass man bei dem, was einem eigentlich Freude bereitet, körperlich irgendwann zu kurz kommt. Um die Situation zu erklären, was mir passiert ist. Jetzt kommt ja aber die Sonne raus. Boah, eine Erleuchtungssituation. Müssen wir doch gleich mal hier. So. Um kurz zu erläutern, was mir eigentlich passiert ist letztes Jahr. Es gab das Dark Troll Festival und auf dem habe ich von meinem Label einen Stand gehabt. Einen Merchandise-Stand, den ich da quasi alleine geschmissen habe, weil ich für das Festival keine Helfer gefunden habe, die sich da bereit erklärten, da mitzumachen. Dann war da Autogrammstundenstand von meinem Magazin. Den habe ich auch da organisiert, hatte glücklicherweise dort Helfer, die das dann die Tage über betrieben haben. Weil ich ja nicht an beiden Stellen gleichzeitig stehen kann. Ne? Und dann habe ich noch meine Videoreportage von dort gedreht. Während dieser Situation kam es mir eigentlich gar nicht so vor, als ob das zu viel wäre, bis quasi zu dem Zeitpunkt jeden Tag, so nach 12 Stunden, wo ich dann tief in mir so ein Gefühl hatte von so einem Abgrund. Alle Energie, die ich habe, ist quasi wie in so einem Sickerloch verschwunden. Hatte ich so bisher noch nicht. Und habe dann für mich schon so gesagt, Alex, das ist der Punkt, das war zu viel. Das ist eindeutig zu viel, aber nächste Woche, dann machst du einfach ein bisschen weniger und dann kannst du das quasi wieder ausgleichen. Kannst du aber nicht. So funktioniert das leider nicht. Ich hatte dann 3 Tage, wo ich gesagt habe, dann mache ich ein bisschen weniger. Bin am Montag für meine Verhältnisse extrem spät aufgestanden, war glaube ich so 9:30. Also richtig ausgeschlafen, habe mich an meine E-Mails gesetzt, ganz entspannt ein bisschen gelesen, Antworten getippert und auf einmal hatte ich wie so ein Schmiss im Auge. So ein Regenbogen, einmal quer durchs Gesicht fällt. Und ihr wisst ja, ich habe ja ein Glasauge. Dementsprechend, sobald irgendwas am Auge ist, ein bisschen panische Reaktion. Sah nämlich aus wie eine Netzhautablösung. Ja? Das ist so eine Sache. Oh, ich gucke hier die ganze Zeit aufs Display der Kamera. Ich muss euch ja mal richtig angucken. Hallo, fühlt euch gestreichelt. Wo war ich genau? Und ich dann sofort zu meinen Spezialisten gefahren. Panik geschoben, nichts gegessen, wäre dann beinahe im Wartezimmer noch abgeklappt, weil ich einfach irgendwie mit der ganzen Situation dann auch nicht klar kam und halt auch irgendwie auch dieser Stress, dass vielleicht doch irgendwie was ist mit dem Auge, einen dann vielleicht auch ein bisschen fertig macht. Ne? Kam dann zu meiner Augenärztin und die so, Herr Prinz, hatten Sie schon mal Migräne? Überhaupt nicht. Also ich hatte noch nie Migräne. Ich habe auch nur Kopfschmerzen wegen Überlastung.
und wenn ich zu wenig trinke. Ansonsten bin ich da eigentlich relativ befreit von solchen Problemen, glücklicherweise. Und sagte dann, ja, das ist eindeutig eine Migräne. Und dass dieser Einschlag, dieses komische optische, das war eine Aura. Das ist quasi das Zeichen des Gehirns, dass es völlig überlastet ist. Ja, eine nervliche Überreizung. Und ja, dann lag ich tatsächlich 2 Tage flach wegen dieser Migräne, weil du kannst da nichts tun. Das ist so heftig, das ist so ein heftiger Schlag in die Fresse. Kannst da auch Schmerzmittel nehmen, wie du willst, der Schmerz geht nicht weg. Ja. Und das Einzige, was hilft, ist dann Zimmer abdunkeln, Ruhe, Nerven beruhigen lassen. Und aus neurologischer Sicht war das mehr oder weniger so das oberste Signal, was dir dein Kopf senden kann, im Sinne von, tritt mal kürzer, mach mal halblang. Und das hat mich tatsächlich ganz schön schockiert, weil ich das noch nie in dem Sinne erlebt habe. Doch, ich hatte schon, das Jahr davor hatte ich mal so einen grippalen Infekt, der plötzlich kam und plötzlich ging und mich 3 Tage ausgenockt hat, in der Situation, kurz nachdem ich richtig viel Stress hatte, wo ich dann schon mir gedacht habe, okay, das war jetzt wie so ein Zeichen. Aber dass mir wirklich so ein neurologisches Zeichen gesendet wurde, von wegen, du bist überlastet. Das war noch nie da. Und das in einer Situation, die ich so auch nicht interpretiert hätte. In einer Situation, wo ich gesagt habe, okay, ich bin aktiv, ich mache hier das und mache das und mache das. Hans Dampf in allen Gassen, wird schon werden. Das hat mich dahingehend dann doch zum Nachdenken gebracht. Also musste es, weil das so nicht nochmal passieren darf. Weil diese Intensität dessen, was die Nerven in dem Moment mir mitgeteilt haben, war so stark, dass ich nicht möchte, dass sowas nachher noch chronisch wird oder dann vielleicht doch in ein noch tieferes Stadium führt. Und das Problem war, das war am Anfang der Festivalsaison. Ich war dieses Jahr auf 20 Festivals unterwegs, letztes Jahr auf, das ist schon 2019, letztes Jahr auf 20 Festivals unterwegs. Mit meinen Ständen, mit meinen Videos und so weiter und so fort. Und dementsprechend musste ich für mich irgendwie ein System schaffen, wie ich diese Saison so überstehe, dass ich dabei nicht abnippel. jetzt mal irgendwie übertrieben gesprochen. Also, dass ich diese Situation nicht nochmal wiederhole. Und dementsprechend musste ich irgendwo auch gewisse Prozesse lernen. Und ich möchte in diesem Video einfach mal euch erzählen, wie ich damit jetzt umgegangen bin. Also, was ist denn nur mit dem Licht heute los? Das ist ja furchtbar. Ah, falsche Richtung. So, jetzt seht ihr mich wieder. Ja. Ich möchte euch in diesem Video einfach mal so ein bisschen erklären, wie ich damit umgegangen bin. Jetzt keine neurowissenschaftliche Analyse, einfach mal meine eigene Ansicht zu dieser Sache. Zuallererst brauchst du Struktur, ein strukturiertes Vorgehen, wie du deinen Tag planst. Also das ist jetzt auch gesprochen an Leute, die wirklich irgendwie so ein Workaholic in sich drin haben wie ich. Den sei an dieser Stelle auch gesagt, Workaholic zu sein, klingt ehrenvoll in unserer kapitalistischen Gesellschaft und klingt nach etwas, was man erstreben sollte. Habe ich auch jahrelang gedacht, ist es in dem Sinne nicht. Deswegen gibt es ja auch diesen Spruch, work smarter, not harder. Ne? Also intelligenter arbeiten als härter arbeiten. Was wirklich viel Sinn macht, ist, wenn du deinen Tag strukturierst. Sport als Auslastung für die Arbeit, die du machst, klingt jetzt erstmal irgendwie seltsam, weil man sich ja auch ertüchtigt, aber so eine gewisse Entspannungssituation für den Kopf und eine andere Art von Ertüchtigung für den Körper ist wahnsinnig wichtig. Also ich bin jetzt die letzten 2 Jahre dazu übergegangen, jeden Tag irgendwie 15 Kilometer auf dem Hometrainer zu sitzen. Ich habe mir jetzt ein Rudergerät gekauft, mit dem ich da ein bisschen tätig werde. Kannst du auch anders körperlich betätigen, kannst du einfach ganz viel Sex haben. Ja, das funktioniert auch ganz hervorragend. Hauptsache, dass du irgendwo einen rein körperlichen Aspekt in deinem Alltag verwurzelst, der dir natürlich auch für deine Vitalität an sich Punkte gibt. Ne? Ernährung ist wahnsinnig wichtig.
Was mir, das kann ich jetzt wirklich nur von mir sprechen, weil das ist eine persönliche Sache, denke ich mal. Und jeder Organismus und jeder Stoffwechsel arbeitet da anders. Was mir wahnsinnig viel bringt, ist kohlenhydratarme Ernährung. Ich fühle mich, als ob mir da so der ganze Körper einmal durchgeblasen wird. Ich habe da mehr Energie, ich denke da klarer. Dementsprechend aus meiner Warte heraus, kohlenhydratarme Ernährung funktioniert ganz gut. Ich habe das letztes Jahr dann leider wieder schleifen lassen mit diesen 20 Festivals. Das hat meine komplette Routine zerstört irgendwie. Also nicht nur meine Ernährung, mein sexy Beachbody, mein Schlafrhythmus, alles völlig im Arsch gerade. Ich arbeite gerade noch daran, das alles wieder hinzubekommen. So leid es mir tut, das sagen zu müssen, ein langweiliger, routinierter Tagesablauf ist das Gesündeste, was hier passieren kann. Ein regelmäßiger Schlafrhythmus, für mich war das immer um 12 ins Bett gehen, um 5 aufstehen, ist wahnsinnig wichtig. Und eben Ernährung, am effektivsten war für mich frühmorgens Bacon and Ham. Nee, nicht Bacon and Ham, Bacon and Eggs. Schinken und Schinken. Bacon and Eggs. Und zum Mittag was Schweres, Hartes, wo auch ein bisschen Kohlenhydrate drin sein können, aber nicht zu viel, damit du nicht wieder in so ein Loch fällst. Und dann am Abend einfach einen Salat. Ich weiß, Salat ist schwer verdaulich, eigentlich abends nicht zu empfehlen, aber wenn man abends lange arbeitet, hat man das bis dahin auch verdaut. Also von daher, ja, also wenn du 18 Uhr isst und 24 Uhr ins Bett gehst, ist das auch alles egal. Wichtig, habe ich gemerkt, um mein Energiepensum gut hochhalten zu können, abends keine Kohlenhydrate. So weit wie möglich davon Abstand nehmen. Ja, leicht. Ich meine, es ist diese alten Volksweisheiten, ja. Morgens wie ein Kaiser, abends wie, mittags wie ein König und abends wie ein Bettelmann. Das trifft schon wieder völlig zu. Ja, kann ich so nur bestätigen. Also Bewegung, nicht exzessiv, sondern ausgewogen. Ernährung ausgewogen. Was auch sehr viel bringt, kann ich euch allen empfehlen, früh morgens beim Aufstehen hinsetzen, reflektieren. Über das nachdenken, was man den Tag vorhat, über das, was man den Tag zuvor gemacht hat. Also ein schöner Umgang mit dem Thema Planung ist, abends sich eine To-Do-Liste für den morgigen Tag schreiben und am nächsten Tag diese To-Do-Liste nehmen, mit der arbeiten und quasi anhand dieser To-Do-Liste eine strukturierte zeitliche Planung des Tages durchführen. Ja, kann man jetzt enger oder lockerer halten, wie es gerade in den Tagesrhythmus passt. Ist ja jedem selbst überlassen und wie eng er das planen muss. Ja, als Angestellter ist das sicherlich nochmal anders als bei einem Selbstständigen. Das ist quasi so ein Großteil dessen, was meine Arbeit ausmacht, dass man sich selbst alles strukturieren muss. Ja. Und sobald du halt so ein klares Konstrukt hast, ist dir schon sehr viel geholfen für deine geistige und körperliche Gesundheit. Und jetzt ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, man muss sich Belohnungen schaffen. Belohnung für erbrachte Leistung. Und das vergessen viele, die selbstständig arbeiten oder die in einem Job arbeiten, wo man halt einfach ein Rädchen im Getriebe ist, ohne ständig für irgendetwas Feedback zu bekommen. Also wenn du nicht ständig ein Werkstück zum Beispiel ablieferst, wo du merkst, okay, ich bin fertig, sondern Prozesse steuerst zum Beispiel. Ne? Also wenn du nie weißt, okay, ich bin fertig mit dem, was ich tue. Wenn du es nie weißt, dann musst du dir selbst irgendwelche Punkte schaffen. Und da reicht nicht der Jahresurlaub, da brauchst du kleinere Flüchte aus dem Alltag. Ich habe das letztes Jahr dann für mich, sage ich mal, eigentlich perfektioniert mit kleinen Wochenendausflügen. Ist zugegebenermaßen jetzt nicht das Billigste und nicht das Zeiteffektivste, was man machen kann, aber einfach raus aus diesem Umfeld, in dem man eigentlich 24/7 arbeitet. Ich muss sagen, ich habe zwischen Privat und Privatsphäre und Arbeitsbereich ja eigentlich keine Grenze. Dieses Rauskommen ist wahnsinnig wichtig und hat mir sehr geholfen, über diese extreme Stressphase den Sommer da hinwegzukommen. Ja, im Sommer selbst konnte ich natürlich nicht viel anderes machen, als dann wirklich auf dem Festival sein. Aber um diese Zeit drumherum habe ich dann versucht, mir irgendwelche kleinen Belohnungen zu schaffen. Und wenn das einfach mal der Moment ist, dass man sagt, okay, ich gehe jetzt essen. Ja? Oder okay, ich lege mich jetzt einfach mal mit einem Buch in die Sonne. Auch wenn ich gerade irgendwie die Wohnung putzen wollte oder so. Ne? Priorisiert unbedingt solche Situationen mit ein. Diese kleinen Momente,
in denen ihr euch auf euch selbst konzentriert. Hinsetzen und mal konzentriert ein Album hören zum Beispiel. Ja? Oder statt, ich sag mal, noch schnell einen Wochenendeinkauf zu machen, in der Rush-Hour einfach mal ins Café setzen und sich sagen, okay, ich kann auch wann anders einkaufen. Weiß nicht, ob das jetzt so praktikabel ist. Ich habe sehr seltsame Einkaufszeiten. Ich gehe mal irgendwie kurz bevor der Laden schließt, damit auch ja kein Mensch da ist. Das ist effektiver. Kann ich euch flüstern. Ja. Zum Beispiel, je nachdem, in welcher Stadt ihr arbeitet, anstatt einfach sofort vom Büro nach Hause zu fahren, geht doch einfach in ein Café um die Ecke, setzt euch dahin, wartet ab, bis der größte Stau durch ist und dann seid ihr auch nur minimal später zu Hause. Ja? Also was bringt das immer, dieses ewige im Stau stehen? Das ist in Halle ganz schlimm zum Beispiel. Da steht man irgendwie, das ist 4 Stunden Rush-Hour jeden Tag, weil die Stadt einfach komplett fehlgeplant ist, was Straßenverkehr angeht. Aber ich schweife ab. Also, Ernährung, Bewegung, irgendwo solche kleinen Highlights oder solche kleinen Auszeiten setzen, indem man bewusst sich auf etwas konzentriert, das nicht mit Arbeit zu tun hat. Das war ganz wichtig, das hat mir sehr geholfen. Ich habe jetzt vor Ende des Jahres nochmal eine extreme Stresssituation gehabt, weil ich mein Festival veröffentlicht habe und dazu zum Beispiel vielen hundert Karten, die ich da versandt habe zum Beispiel, und das Ganze aufzusetzen und durchzuziehen. Es war mega viel, deswegen bin ich auch immer noch krank, weil ich es auch nicht geschafft habe, diesmal im Urlaub zu entspannen, weil ich quasi in 8 Tagen 6 Länder bereist und 4000 Kilometer Auto gefahren bin. Ja, also auch ich mache da echt immer noch Fehler. Aber ich gelobe Besserung. Das nächste Jahr wird extrem krass für mich. Ich ziehe um, ich mache das Festival. Dann natürlich diese ganze YouTube-Geschichte läuft weiter, von Thieling läuft weiter. Ich werde Radiomoderator bei Radio Bob ab 15.01. Ich will ein Kartenspiel rausbringen und. Ist extrem viel und muss versuchen, da geistig und körperlich weiterhin irgendwie fit zu bleiben, das alles durchziehen zu können, weil ich höre ja nicht auf, das zu machen. Ja? Und gerade schreibe ich meine Examensarbeit, deswegen ich fahre gleich in die Uni-Bibo und mache da weiter. Ja. So, ich wollte euch gar nicht weiter damit zunölen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen und ich gelobe auf jeden Fall Besserung. Dieses Jahr wird hier wieder mehr kommen. Das habe ich letztes Jahr schon gesagt, ich weiß. Aber ich habe wirklich Bock auf diesen Channel und will den auch nicht zugrunde richten. So, jetzt aber Tschüssikowski, bis bald. Ich bin euer Alex und ich trage in letzter Zeit gerne Westen. Ich gebe es zu und... Ha! Ja, das ist zum Beispiel auch so eine Sache. Also Blick auf Details, was mir... Also Kleidung ist halt spannend, sich damit zu beschäftigen irgendwie. Wenn man mal kurz den Kopf ausschalten will. Vor allen Dingen, wenn man sich mit Mode beschäftigt, die irgendwie anders ist als das, was so normal ist heutzutage. Leider. Und ich lasse mir einen Vollbart wachsen. Ja, ich scheiß Hipster, ich. So, vielen Dank fürs Reinschalten. Wir sehen uns dann hoffentlich öfter wieder auf diesem Channel oder auf meinem Erst-Channel. Wie gesagt, Link zu meinem anderen Video dort unten. Bis dann, Tschüssikowski. Achso, und ich hoffe, ihr habt gemerkt, dass das ein Thema ist, das echt ziemlich privat ist und über das man normalerweise nicht spricht. Und ich mir das irgendwie jetzt in 3/4 Jahren nicht getraut habe, das anzusprechen.